Meine Damen und Herren, es geht los. Hier ist Fred von Fett Spielen und ich spiele für euch The Elder Scrolls 5 Skyrim in der Legend, wait for it, Derry Edition, um es mit Barney Stinson zu sagen. Alles wird legendär hier werden in dem Meisterwerk von Bethesda und wir schauen mal, ob diese Skyrim Legendary Edition, die alle Inhalte in einer Box vereint, wirklich das hält, was sie verspricht. Ich habe das Spiel nie gespielt und ich bin selbst hier Feuer und Flamme und ganz heiß drauf, was hier passiert. Hier sind wir also. Ich sehe uns in einer Kutsche. Oh, wir können uns auch schon bewegen. Das ist eine Pferdekutsche. Eine alte mittelalterliche Welt. Ich bin hier mit drei ziemlich ramponiert und dreckig aussehenden Gestalten hier drauf, die mich auch ein bisschen skeptisch angucken. Ich liege hier so ein bisschen auf halb acht. Vielleicht bin ich ebenso fertig. Mal schauen, ob wir hier auch gleich interagieren können. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ja, moin. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Oh. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt, sollten wir Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Okay, wir sind also illegale Grenzgänger. Ich hätte jetzt stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln. Schicksalsbrüder. Ruhe da hinten! Was stimmt mit dem nicht? Hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der okay. Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Eine Rebellion, aha, die also aus Sturmmänteln besteht. Welchen Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Okay, das sieht nicht gut aus. Wir sind offiziell, glaube ich, Teil einer Rebellion. Warum auch immer. Ich komme aus Hohenstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Oha. Bringen wir es hinter uns. Staatsfeinde wider Willen. Ibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgin. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbärenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen... Es gibt hier schon Rückblicke. Es wäre schon das Ende aller Tage. Ich glaube, die bereiten sich hier schon auf die Hinrichtung vor. Ja, hier ist Schluss. Ich glaube, mit Staatsverrätern wird hier kurz ein Prozess gemacht. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Oje. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Wir gehören nicht zu diesen Sturmmänteln, das sehe ich doch sofort. Wir sind frei. Aber im Moment gerade nicht so wirklich. Ich glaube, wir sind hier gleich, werden hier gleich mit aufgenommen in der Liste und dann sind wir wahrscheinlich offiziell als Verbrecher registriert. Ich will dich. Haha, geil. Unser Kompagnon flieht. Oh, aber ich glaube, er kriegt gleich einen, ja. Okay, der hat gleich einen Fallenrücken bekommen. Jetzt sind wir die Nächsten. Wer seid ihr? Wer wir sind? Oh! Geil!
jetzt können wir uns customizen. Wir können unseren eigenen Charakter erstellen. Das ist doch mal sehr, sehr geil. Da wollen wir mal schauen, was es hier so alles gibt bei Skyrim. Ich bin ganz gespannt. Das hier sind Nordmenschen, wie es aussieht. Die Bürger von Himmelsrand sind große, blonde Menschen. Stark, zäh, kälteunempfindlich. Alles klar, sozusagen das Königreich des Nordens. Erinnere mich jetzt auch so ein bisschen an die Starks in Winterfell. Okay, alles klar, obwohl die sind nicht blond. Egal. Was ist das hier? Khajiit? Oha! Was ist das denn? Das sind ja komische Fantasy-Katzen. Die finde ich komisch, die mag ich schon mal nicht. Kaiserliche! Aha. Die Einwohner von, oh Gott, das sind alles Namen, Cyrodiil vielleicht, haben sich als verschlagene Diplomaten und Händler erwiesen. Aha, wo immer Goldmünzen zu finden sind. Hochelfen gibt es auch noch. Oh, die sehen auch ein bisschen komisch aus. Ich spiele normalerweise eigentlich gerne Elfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade bei DSA habe ich eigentlich auch mal einen Waldelf gespielt. Aber diese Elfen hier sehen so ein bisschen zu komisch aus, ehrlich gesagt. Die gefallen mir nicht. Die sehen eher aus wie so Alien-Elfen. Guckt euch mal das an. Und die Augen. Das macht einen richtig eklig. Bretonen. Was sind das denn für? Schnell und scharfsinnig. Zauberkunst. Aha. Drachenhaut, um Zauber zu absorbieren. Was sind die? Argonia. Reptilienwesen. Jetzt. Oh Gott. Krass. Okay, hier gibt es wirklich die aller abgefreaksten Kreaturen. Das ist ja echt Wahnsinn. Aber das ist mal schön. Da hat man richtig mal eine richtig schöne Auswahl. Hier geht es ja auch noch weiter. Es gibt neben den Nordmenschen auch noch Orks. Ah, ja, die kennen wir doch. Orks gehören eigentlich in jedes Fantasy-Repertoire. Gibt es bei Warcraft, gibt es bei DSA, gibt es bei Dungeons & Dragons, gibt es auch hier bei Skyrim. Die gibt es überall. Und das ist auch gut so. So. Wen haben wir hier? Das sind Rotvadone. Waldelfen gibt es auch noch. Ey, die Elfen sehen mir echt... Ne, die kann ich nicht spielen. Die sehen voll unheimlich aus. Und eher wie Aliens als Elfen. Also mir gefallen die Nordmänner am besten. Ich bin ja auch nordisch by nature quasi. Und das gefällt mir am besten. Ja. Ein großer, blonder Krieger. Ein Bürger von Himmelsrand. Ein Nordmann. Das ist sowas. Das bin ich. Okay. Das ist also die Rasse, die ich hier auswählen kann. Jetzt kann ich den Körper auswählen. Geschlecht gibt es wahrscheinlich nur männlich oder weiblich. Aha, so sehen also die Nordfrauen aus. Ich bin natürlich ein Nordmann. Und jetzt gibt es hier Vorgaben. Dann schauen wir doch mal. Oha, jetzt können wir uns hier... Also lange Haare habe ich ja selbst auch. Ich glaube, ich würde damit auch bleiben. Aber einen Bart würde ich auch gerne haben, ehrlich gesagt. Ha, hier haben wir beides. Lange Haare und Bart. Was kommt noch? Aber der ist mir ein bisschen... Der sieht jetzt aus wie ein Neandertaler, ein bisschen zu wild. Ne, so alt bin ich auch noch nicht. Oh, der hatte auch was. Ja, die Vollbart-Version. Wen haben wir hier? Zeig doch mal dein Gesicht, nicht so schüchtern. Oh, der hat schon sein Auge verloren. Ne, wir wollen mal etwas unversehrter starten, würde ich sagen. Der sieht zu traurig aus. Okay, gleich kann man gleich das Weinen hier. Also mir gefällt am besten der hier oder... wer war das? Der hier. Obwohl, der hat auch was. Hm. Wen nehmen wir? Bleiben wir hier bei dem Standard-Mann? Den Standard-Nordmann? Aber der Blonde, kann ich auch noch die... ich kann wahrscheinlich alles ändern, oder? Ich gucke einfach mal weiter. Hautfarbe. Aha, ob es Nordmänner gibt, die so dunkel sind, das glaube ich irgendwie nicht. Wahrscheinlich eher ganz hell. Ich mache mal das zweite von links. Gewicht. Also ich persönlich bin ja nicht so bullig. Ich mache mich jetzt mal... schlanker. Obwohl, der sieht schon ein bisschen abgemagert aus. Das geht dann auch nicht. Machen wir auch so ein bisschen gemäßigt. So vielleicht. Okay, weiter geht's. Kopf. Auf den Kopf. Gesichtsfarbe. Hauptsache, ich kann die Augen ändern. Blaue Augen sind nicht gerade so mein Fall. Vielleicht geht das ja noch. Wenn nicht, muss ich gleich wieder zurückgehen. Gesichtsfarbe erstmal. Ah, hier kann man sich auch noch Falten hinzufügen und alles Mögliche. Hat der Akne? Oder sind das sonst was? Okay, nee, ich mach dann wieder das zweite von links. Nee, das hier. Ja, nehmen wir das Schmutz. Geil. Also, das ist tatsächlich jetzt, ich sag mal, Mittelalter par excellence. Nicht so reingewaschen wie ganz, ganz viele Fantasy-Filme. Sondern hier kann man sogar seinen Schmutz reinbringen. Das ist natürlich auch sehr cool. Aber wir sind nicht so dreckig. Schmutzfarben. Kann man tatsächlich auch, wenn man sich hier Schmutz macht... Boah, geil. Wascht euch mal.
Ist ja echt witzig. Ach, so ein bisschen Schmutz hat schon was, oder? Aber nicht so viel. So leichter Schmutz. Ja, genau, wir lassen mal gleich eine Narbe. Na, wie viel haben wir schon mitgemacht in den Kriegen dieser Welt? Oh, das ist ein bisschen viel Narbe. Hat der hier überhaupt eine? Ne, das ist auch so eine ziemlich große. Ah, hier so zwei an der Seite. Das sieht doch schmissig aus. Okay. Geht weiter. Kriegsbemalung. Also wir sehen, das ist hier schon, ich glaube, Skyrim ist so ein bisschen ruppiger. Okay, das sieht mir hier zu emo aus irgendwie. Das ist ganz klassisch. Oh, das finde ich auch cool. Mit so einem Kreuz. Haha, die Hand. Okay, das ist ein bisschen viel Kriegsbemalung. Das hat auch was. Ich kann mich nicht entscheiden. Das sieht echt alles ziemlich cool aus, diese Kriegsbemalung. Das gefällt mir. Und... nee, das ist mir zu hart. Das gefällt mir auch. Vielleicht nehme ich das hier. Okay, Farbe der Bemalung. Selbst das kann man ändern. Ah, hier kann man es ein bisschen heller machen. Weiß ist ja auch nicht schlecht. Was passt denn gut zu uns? Blau würde auch gut passen. Oder gelb. Gelblich irgendwas. Krass, was man hier alles ändern kann. Also das finde ich immer faszinierend. Ich mache jetzt mal so ein ganz dezentes Weiß. Ich finde das echt ganz, ganz faszinierend, was das hat sich ja in den letzten Jahren so rauskristallisiert bei den Spielen, dass man sich immer weiter customizen kann. Ich fand das schon mal Mass Effect eigentlich ganz geil, dass man dort das machen kann. Und das ist ja eigentlich bei Rollenspielen, klar, es ist ein inhärenter Teil, das gehört immer dazu, aber dass hier zum Beispiel bei Skyrim solche Sachen wie Schmutz oder Kriegsbemalung noch dazukommen, das habe ich tatsächlich so auch noch nie erlebt bei keinem Spiel. Das finde ich sehr, sehr interessant und ich bin ganz, ganz gespannt darauf, wie hier das fertige Produkt aussieht, wie hier mein Charakter aussieht, wenn ich mit dem fertig bin. Okay, die Nasenart können wir tatsächlich auch noch machen. Ich bin für eine Stupsnase. Gib mir eine. Genau. Viele Nasen. Ja, kommt meine Nase am nächsten. Ich habe etwas größere Nase, aber auch mit so einem Stups vorne. Sowas. Nee, so nicht. Einen davor noch. So. Nee, so groß ist meine Nase nur auch wieder nicht. Ich glaube, wir müssen uns eine andere suchen. Ja. So. So groß ist die auch nicht, Gottes Willen. Von der Seite sieht es immer ganz gut aus, aber dann gar nicht. Ist ja, wenn es hier nicht mal eine Traumnase gibt, dann müssen wir gleich als erste Amtshandlung hier bei Skyrim, müssen wir wahrscheinlich erstmal zum Schönheitschirurgen gehen. Ob es das gibt hier in der mittelalterlichen Welt? Vielleicht gibt es einen Magier oder sowas, der sowas macht. Was haben die alles für Kolben im Gesicht? Ja, gutes, also... vielleicht liegt es auch an den Nordmännern. Vielleicht haben die generell die größten Zinken. Ich nehme jetzt einfach den hier. So, Nasenhöhe. Also das ist ja... hier ist ja alles machbar. Nasenhöhe. Ne, das sieht da blöd aus. Ne, das ist auch zu lang. Machen wir es in der Mitte. So, Nasenlänge. Krass. Was wir alles machen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen fast wie die Sims. Kennt ihr ja sicherlich auch. Großartiges Lebenssimulationsspiel, wo man ja auch wirklich sowas wie Kiefer und Nase... das kenne ich jetzt tatsächlich auch... also eher von den Sims, dass man das machen kann dort. Aha, hier können wir den Kiefer ein bisschen verändern. Machen wir uns mal ein bisschen breiteren. Obwohl, das ist jetzt gar nicht so breit, ne? Das ist Standard. Ja, ein bisschen schmaler. Kieferhöhe. Ey, das ist ja Wahnsinn. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich alles machen soll. Ich lasse es jetzt wahrscheinlich alles mehr ein bisschen so auf Standard. Also Kiefervorstand. Ich weiß nicht, was das ist. Wangenknochenhöhe. Also ich glaube, hier kann man sich stundenlang mit beschäftigen. Und für Leute, die die perfekten Gesichtszüge suchen, die werden sich hier wahrscheinlich auch austoben können ohne Ende. Ich werde das jetzt mal ein bisschen schneller machen. Lachfalten? Das ist ja Wahnsinn. Okay. Von wegen Lachfalten, ich sehe hier gar keine. Da gibt es auch keine. Untere Wangenfarbe. Okay, wir können also quasi auch die Farben... abhängig voneinander, also unabhängig von, also mehrere, das, ich bin ganz verwirrt, also ich kann quasi das Gesicht in mehrere Komponenten teilen und die Farben separat einstellen. Nasenfarbe, also langsam wird es mir hier ein bisschen zu bunt. Kinnfarbe, okay. Halsfarbe, okay. Also ich kann jetzt quasi wirklich für jedes, verstehe ich gar nicht, kann man jetzt quasi
wenn man jetzt eine verbrannte Stirn hat oder sonst irgendetwas, das ist alles ein bisschen komisch, finde ich. Ich mach's jetzt, lass es jetzt einfach immer so ein bisschen in der linken Hälfte, damit das nicht ganz so merkwürdig aussieht. Also, na gut. Also, Augen. Holen wir uns da mal welche. Also ich habe eher Augen, die ein bisschen schmaler sind. So, ganz so stark auch wieder nicht. Nee, so schläfrige Augen auch nicht. Sowas vielleicht. Ein bisschen größer sind die aber schon, oder? Keine Ahnung. Kann mal jemand in die Augen gucken? Ich glaube, ich lasse die hier. Schwierig. Wenn man so viel Möglichkeiten hat, Sachen zu ändern, dann hat man eher die Qual der Wahl. Ich mach's so. Das finde ich cool. Augenfarbe. Zum Glück. Keine blonden Augen. Keine blauen Augen. Das ist geil. Hier kann man sogar sich so ein Glasauge oder so einen grauen Star einsetzen, was das sein soll. Aber ich habe braune Augen. Ey, das ist ja eklig. Krass. Das mit den Glasaugen ist ja auch heftig. Okay. Ich bin sowieso ein bisschen farbenblind, aber ich glaube, das ist jetzt... Ist das eher so rötlich? Ist das so Bernstein? Ich mache jetzt einfach irgendwas, Hauptsache nicht blau. Okay, so. Augenhöhe, meine Güte. Also meine Augen sind sehr, sehr dicht unter den Augenbrauen. Deswegen mache ich das auch mal so Augenbreite. Das kann ich jetzt... Also das ist jetzt echt wie bei den Sims. Hier kann man ja seinen Charakter total in alle Komponenten... anpassen. Lidstrichfarbe. Ich schmink mich doch jetzt nicht. Was ist denn jetzt los hier? Lidschatten. Okay, das ist jetzt etwas, was ich jetzt nicht machen werde. Ja. Wir sind ein Mann aus dem Norden. Hier. Die schminken sich nicht. So, Braunart. Ich habe buschige Augenbrauen. Her damit. Ja gut, so buschig auch wieder nicht. Hauptsache überhaupt welche. Ne, die sehen mir zu gezupft aus. Die sind vielleicht ganz gut. Nee, zu wuschig ist, sieht irgendwie echt blöd aus. Sowas vielleicht. Ich glaube, wir machen das ein bisschen dezenter. Braunhöhe. Nee. Ja, so sieht es besser aus. Braunbreite. Wahnsinn. Alles... ist hier machbar. Die Braunlänge. Was ist das denn? Keine Ahnung, ich mach's einfach mal in die Mitte. Und der Mund. Es geht immer noch weiter. Also, ich weiß nicht, es ist vielleicht auch ein großer Reiz. Ich mag das eigentlich auch gerne. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich mag es auch gerne, wenn man den Charakter so einstellen kann, dass man sich am besten mit ihm identifizieren kann. Das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sache, die es so eingebürgert hat, die ja auch die Möglichkeit, sich damit wirklich zu identifizieren, die das Ganze, die Verbundenheit verstärkt, die auch das Gefühl gibt, man taucht in diese Welt ein. Das finde ich eigentlich ganz geil gemacht. Also das ist, auch wenn es hier gerade, finde ich, sehr, sehr weit gefasst wird, fast schon übertrieben wird bei Skyrim. Hier kann man wirklich jeden einzelnen Aspekt des Äußeren verändern. Aber gut, ich meine, das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sache und damit sollte man auf jeden Fall auch auf dem richtigen Weg sein. Eigentlich ganz, ganz cool. So, jetzt schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, was für einen Mund wir hier machen können. Eigentlich ganz, ganz cool. Und es gibt bestimmt auch Leute, die sich hier auch noch mehr als ich beschäftigen können, obwohl ich das jetzt hier schon auch sehr viel mache. Ich nehme jetzt mal diesen Mund mit diesem verschmitzten Lächeln. Aber der steht mir gerade ein bisschen zu weit vor, oder? So ein Küssmund. Geil. Okay, Kinnbreite. Boah, Leute. Kinnlänge. Der Mund ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu groß. Vielleicht muss ich den gleich nochmal ändern. Oh, auch hier können wir uns schminken. Das lassen wir auch mal lieber. Okay. Ne, irgendwie der Mund gefällt mir noch nicht. Die Münder sind alle so ein bisschen komisch hier. Die Lippen sind ein bisschen dick. Ja, schon besser. Nehmen wir den. Alles klar. Haare. So, letzter Punkt. Jetzt geht's los. Also, ich habe lange Haare. Das habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen.
Und die will ich auch natürlich in meiner Fantasy-Welt haben. Meine sind sogar im Moment gerade ein bisschen länger, aber damit könnte ich mich auf jeden Fall auch anfreunden. Oh ja, hier so nach hinten gekämmt. Och, sehr, sehr schön. Sogar hier geflochten. Schick. mal gucken. Ich mache meine Haare eigentlich auch mal gerne alles nach hinten. Auch zum Zopf gerne zusammen. Das hier zum Beispiel sieht auch sehr cool aus, nach Fantasy. Der hier. Ja, oh, es gibt schöne Haare hier. Viele Möglichkeiten auch für Leute mit langen Haaren. Das fand ich bei Mass Effect zum Beispiel richtig scheiße. Da konnte man keine langen Haare machen. Gut, ist jetzt auch in der Armee. Man spielt ja meistens irgendein... also ich habe jedenfalls auch immer wieder so ein... so ein Space Marine Hintergrund geholt quasi. Und da ist natürlich ganz, ganz klar, dass man da wahrscheinlich keine langen Haare hat. Das finde ich geil. In Fantasy-Spielen, da sind lange Haare auf jeden Fall immer dabei. Und man kann sich da immer was aussuchen. Der hier zum Beispiel hat auch einen Zopf. Geil. Und es gibt einfach auch mal ausgefallenere Frisuren. Da bin ich auch mal auf jeden Fall dafür. Sowas zum Beispiel. Das ist immer cool. Oh, der hat auf jeden Fall eine Menge Haare. Eine Glatze hatte ich auch schon mal. Also ich habe sowieso bei meinen Haaren mittlerweile alles mitgemacht. Aber im Moment gerade auf jeden Fall wie so häufig lange Haare. Bei mir auch immer eigentlich nach hinten. Kein Seitenscheitel oder so. Also eher so im Fall... Das, oder was hatte der hinten? Der hatte auch einen Zopf. Den könnte ich eigentlich nehmen. Oder ich nehme den mit den anderen langen Haaren nach hinten. Wir hatten auch noch einen, genau. Mit diesen ganzen Nebenzöpfen. Den finde ich eigentlich auch ganz cool. Ihr seht schon, bei den Haaren kann ich mich ein bisschen länger austoben. Ist auf jeden Fall ein spannenderes Thema als Kinnhöhe, Kinnbreite oder andere Sachen. Fand ich eher ein bisschen komisch. Sich damit so ewig zu beschäftigen, aber mit den Haaren, da ist es auf jeden Fall machbar. Okay, so, jetzt müssen wir uns trotzdem entscheiden. Wir entscheiden uns für das hier. Lange Haare, Zopf und nach hinten, das ist doch die perfekte Kombination. Bart. Bart habe ich auch, immer gerne. Ein Mann ohne Bart ist nicht richtig angezogen, meine Meinung. Und auch ein großer Ausspruch von Salvador Dali, obwohl der, glaube ich, gesagt hat, ein Mann ohne Schnurrbart ist nicht richtig angezogen. Der hatte ja auch immer diesen witzigen Schnurrbart. Am Start, ich habe eher, ja gut, ein Vollbart ist das auch nicht, aber überall so ein bisschen. Mal schauen, ob wir unseren Traumbart finden. Hier gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten. Oh ja. Das finde ich eigentlich auch immer geil. Hatte ich letztens ja auch. Habt ihr ja auch gesehen in dem einen Video, wie ich einen etwas längeren Ziegenbart hatte, den ich dann auch noch zweigeteilt habe mit so zwei kleinen Zöpfchen dort drin. Ist auch immer eine Sache, die ich immer gerne mache mit dem Bart. Im Moment ist mein Bart wieder ein bisschen kürzer, aber so mit Zopf, da kann ich auf jeden Fall... mich mit anfreunden und mich mit identifizieren. Ansonsten ist das jetzt sowieso ein bisschen so Standardbart, den ich auch gerade jetzt habe. Das wäre auch eine Möglichkeit. Gucken wir uns nochmal das hier an. Das finde ich eigentlich geil. Der hat aber echt, der hat echt ein richtiges wuschiges Bärtchen dort. Oder sowas. Dann haben wir alles zusammen. Haben wir sowohl einen Vollbart als auch hier das Zöpfchen. Komm, wir nehmen das. So, Haarfarbe. Oh, es geht hier sogar in ganz, ganz hellblond. Sieht eigentlich auch irgendwie auch cool aus. Ich persönlich habe ja eher so aschblond, dunkelblond, hellbraun, Straßenköterblond, wie man es immer sagt. Alles Mögliche drin. Oh, aber auch ein Schwarz sieht auch cool aus. Oder ein Grau. Aber wir sind ja noch jung und spritzig. Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch lieber... wieder ins Hellere und holen uns jetzt hier irgendwie ein Blond, was einigermaßen passt. Das ist echt zu hell. Ja, oder sowas. Da ist alles Mögliche drin, so ein bisschen gemixt. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Ansonsten fand ich das andere, da war doch noch was anderes. Das war das hier. Ja, eins dazwischen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Na komm, nehmen wir das. Und dann haben wir das endlich mal hier fertig. Das hat ja jetzt ewig gedauert.
Aber trotzdem sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir auch noch unseren Namen oder eben nicht. Ich bin, kann den hier, glaube ich, gar nicht auswählen. Heiße ich einfach nur Gefangener? Das kann doch wohl nicht sein, oder? Mein Name ist Gefangener. Ich bin fertig. Beenden und dem Charakter einen Namen nehmen? Ja. Okay. Mein Name ist natürlich Fred. Fred gibt's auch hier bei Skyrim. Es geht weiter. Immerhin. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Wer ist hier Hauptmann? Oh. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Block klingt nicht gut. Stirbt ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Moment, ich wollte nur zu meiner Heimat zurückkehren und werde jetzt hingerichtet? Das lässt ein Nordmann wie ich natürlich nicht auf sich sitzen. Ich sehe mich schon einen Plan schmieden und mich freikämpfen. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Oh je, ich glaube, wir werden gleich das erste Opfer sehen. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Aha, der Himmel verdunkelt sich. Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Acht Götter? Diese stehen mir aber gerade nicht bei. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Oh, jetzt drängelt sich schon der Erste vor und will zuerst sterben. Da seht ihr auch schon den Block. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Und ich glaube, der Henker wird seine Hellebarde jetzt nehmen und ja. Kopf ab. Oh je. Kaiserlichen Dreckskerle. Das erste Opfer der kaiserlichen Garde hier. Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zerlumpter Nord, ihr seid dran. Meint er uns? Aber ich habe das Gefühl, hier passiert gleich was. Nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Oh, das sind wir. Okay, wir stehen dem Tod sehr, sehr nahe. Und wenn uns die acht Götter nicht helfen, dann hoffe ich mal, dass es eine andere höhere Macht tut. Oder ein Drache. Geil, was ist denn hier los? Okay. Das ist unsere Chance. Okay. Das Ding hat eine Menge Power. Und haut uns hier ziemlich aus den Socken. Wir sind wie weggenockt. Können uns jetzt aber bewegen. WASD, ganz, ganz klar. Und wir können raus. Schlag dich zur Festung durch. Ist das nicht unser Kumpel? Beziehungsweise Bruder? Schicksalsbruder? Wir folgen unserem Schicksalsbruder. Oh, ich kann kaum was sehen. Ich bin auch ganz vernebelt hier. Meine Hände sind gefesselt. Ich muss mich irgendwie entfesseln. Kann mir irgendjemand helfen vielleicht? Hoch durch den Turm. Alles klar. Wir wissen, was wir zu tun haben. Jetzt geht's voran. Oh, fuck. Okay. Alter Schwede. Hätte mir beinahe hier den Körper geröstet. Jetzt hat er nur meine Schnürsenkel angesenkt. Uah. Okay, mit Space springen wir. Ein bisschen weiterlaufen, obwohl ich hier nicht weiter kann. Alter Schwede. Oh, wir sind entdeckt worden. Ah! Wir sehen auch immer, wie ich es gerade sehe, ein Auge im Mittelpunkt, ob wir versteckt oder entdeckt worden sind. Jetzt sind wir gerade im Versteckt-Modus, können uns also hier erstmal ein bisschen umsehen. Ich muss wahrscheinlich nicht durch das Feuer laufen, hoffe ich mal. Sondern kann mich jetzt hier weiter schlagen. Die Festung wird mir wahrscheinlich hier angezeigt. Oben sehen wir eine Art Radar, in dem wir uns bewegen können.
Hier kann ich auch nicht durch. Ich bin jetzt einfach mal so dreist und versuche hier lang zu hüpfen. Aber hier kann ich auch nicht durchs Feuer. Ich bin immer noch im Entdeckenmodus, aber hier kann ich durch. Denn die Garde ist gerade dabei, sich um dieses Monster dort zu kümmern. Um den Drachen. Kann ich den nicht irgendwie angreifen? Die sind gerade viel zu beschäftigt. Wie ihr sehen könnt. So, deswegen versuche ich es nochmal mit dem Sprung. Alles klar, weiter geht's. So, da geht's hin. Muss nur gut springen. Ja. Okay, geschafft. Sprung übers Dach. Weiter geht's. Hier kann ich auch durch. Die sind alle... Boah. Gerade anderweitig beschäftigt. Okay, ich soll nah bei ihm bleiben. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Ihr könnt euch leiten, Hartbar. Entfessel mich! Ich folge ihm einfach mal. Wow, der Drache derweil hat so ziemlich alles in Schutt und Asche gelegt, was es hier gibt. Es brennt, es qualmt, es ist ziemlich knapp, was hier passiert. Gerne. Ich folge einfach unserem freundlichen Wegbegleiter. Was ist denn hier los? Um Gottes Willen. Ja, ich höre auf ihm. Ich bleibe in seiner Nähe. Okay, wir sind in der Festung. Jetzt sollen wir die Festung mit Hatva oder Ralov. Wir entschließen uns, glaube ich, für unseren Bruder im Geiste. Unseren. Oha. War das die richtige Entscheidung? Hilfe! Ich muss rein. Wow. Das ist ein ziemlicher krasser Einstand. Also Skyrim beginnt hier mit einem riesen Rums. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und wie wir uns jetzt, nachdem wir uns vor dem Drachen erstmal gerettet haben, uns weiter durchschlagen. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Fred von Fett Spielen.